und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres Regionalmagazins Drehkreuz KW. Nun der letzten in diesem Jahr. Ich wünsche mir in diesem Jahr mal Weihnacht, wie es früher war. Kein Hetzen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Herz und Sinn. Ich wünsche mir eine stille Nacht, frostklirrend und mit weißer Pracht. Ich wünsche mir ein kleines Stück von warmer Menschlichkeit zurück. Ich wünsche mir in diesem Jahr eine Weihnacht, wie als Kind sie war. Es war einmal, schon lang ist's her, da war so wenig, so viel mehr. Der Autor dieses wunderschönen Weihnachtsgedichtes ist mir leider nicht bekannt. Bekannt jedoch ist mir die Wetterprognose für die Weihnachtsfeiertage. Nichts ist mit frostklirrender, weißer Pracht zu den Weihnachtsfeiertagen. Aber bleiben Sie gelassen und frohen Mutes. Die Feiertage bieten noch so manche Überraschungen und Freuden. Auch wir haben zu den Feiertagen so manch ein Highlight für Sie vorbereitet. Aber bis zum 24. Dezember müssen Sie sich noch gedulden. Nicht gedulden müssen Sie sich, um zu erfahren, was Sie in unserer aktuellen Sendung erwartet. Also gleich einmal die Programmübersicht. Eine kleine Weihnachtsgeschichte, made in Wildau. Hafen im Winter, große Herausforderungen täglich gemeistert. Nestwärme, soziale Einrichtung in KW hilft Schwachen und Armen. Bevor wir zu unseren Beiträgen kommen, aber erst einmal ein Tipp von uns. Artistische Sensationen beim Original Roncalli Weihnachtszirkus im Tempodrom. Noch bis zum 2. Januar im Tempodrom an der Möckernstraße 10 in Berlin-Kreuzberg. Das stimmungsvolle Zirkusfest für die ganze Familie kommt 2016 zum 13. Mal nach Berlin. Auch in diesem Jahr heißt es zur Weihnachtszeit endlich wieder Manege frei für die zauberhafte Weihnachtswelt von Zirkusdirektor Bernhard Paul. Ein stimmungsvolles Fest für die ganze Familie. Hier wird groß und klein, jung und alt, locker und steif zum Lachen und Staunen gebracht. Alle Berliner und alle Besucher sind dazu herzlich eingeladen. Wozu in die Wärme fliehen, wenn's auch zu Hause schön warm und gemütlich ist? Der Mitgas-Einheitspreis. 12 oder 24 Monate preisstabil. Top-Service inklusive Wechselbonus. Jetzt wechseln unter einheitspreis.de. Der Neubau der Wildauer Bergstraße war dringend nötig. Doch wie bei Baustellen üblich, kommt immer alles etwas anders als gedacht. Aus Teilsperrungen wurden Vollsperrungen und der kürzlich fertiggestellte Bauabschnitt des unteren Teils der Bergstraße verzögerte sich ebenfalls. Jetzt fehlt allerdings nur noch ein Bauabschnitt. Unter solchen Baustellen leiden leider häufig die ansässigen Gewerbetreibenden, wie zum Beispiel das Familienunternehmen Bäckerei Scholz. Doch dann hatten sie einen Retter in der Not und so wurde der Wildauer Weihnachtsstollen in ganz Deutschland angeboten. Was genau dahinter steckt, sehen Sie im nächsten Beitrag. Wie stellen Sie sich einen Ort vor, in dem über eine Tonne Stollen produziert wird? Etwa so? Oder so? Nein, für so viel Stollen reicht auch eine kleine Bäckerei mit 3 Mitarbeitern. Und daher ist das vermutlich bekannteste Wildauer Produkt nicht etwa eine Dampflok, Kurbelwelle oder eine Hochschulabsolventin, sondern ein Stück Christstollen der Bäckerei Scholz. Am Anfang habe ich auch überlegt gehabt, wie stemme ich das? Weil es waren dann doch Stollen in ganz schön großem Ausmaß. Aber ja, das lief. Wir haben also in der Vergangenheit gelernt. Und in diesem Jahr lief das eigentlich sehr, sehr reibungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gestemmt haben sie diesen Großauftrag nicht zum ersten Mal. Denn schon im Vorjahr gab es den ersten Auftrag des Möbelhauses. Dass die Bäckerei Scholz den Stollen für Höffner backen durfte, geht auf einige glückliche Umstände zurück. Unser Geschäftsführer, der Herr Dankert, ist selbst Kunde bei der Bäckerei Scholz und hat dort einfach, sage ich mal, von dieser Problematik erfahren, nämlich der Baustelle, die dort existiert, nach wie vor existiert, und hat gesagt, wie können wir denn diese Bäckerei hier unterstützen, um ja einfach den Umsatz nach wie vor aufrechtzuerhalten. Und so kam dieses ganze Projekt Christstollen mit Höffner zustande. Dass der Stollen unbedingt wieder her musste, merkte man bei Höffner bereits im August. Der Kunde hat mich persönlich schon im August angesprochen und hat nachgefragt, Mensch, sag mal, verkaufen wir denn in diesem Jahr wieder den Christstollen von der Bäckerei Scholz? Insofern, um Ihre Frage zu beantworten, sehr gut. Ja. Wir verkaufen das hier am Standort ja für 1 Euro, den Stollen mit einem Kaffee, und haben unten auch nochmal die Möglichkeit gehabt, für den Kunden einen kleinen Christstollen von 250 Gramm für 1 Euro zu erwerben.
So früh, wie nach dem Stollen gefragt wurde, so schnell war er auch schon wieder weg. Denn bereits am 9. Dezember war der Stollen komplett ausverkauft. Natürlich gibt es den Stollen auch weiterhin bei der Bäckerei Scholz in Wildau. Von der Backstube in der Bergstraße geht Wildauer Weihnachtsgebäck auch im Direktvertrieb deutschlandweit an seine Liebhaber. Ich bekam dann Feedback aus wirklich Ecken, wo man halt normalerweise ja im seltensten Fall ist. Ist schon toll, ist wirklich toll. Zu Weihnachten haben wir zwar halt auch 3-4 Liebhaber, die wir dann halt zu weihnachtlichen Zeiten dann halt ein kleines Päckchen schicken. Also die geben eine Bestellung durch, wir schicken das dann halt den Wildauer Christstollen. Ja, aber wenn das natürlich deutschlandweit ist schon eine tolle Nummer, wirklich. Der Stollen ging allerdings nicht nach ganz Deutschland. Denn von den 19 Höfner-Filialen gab es eine, die sich nicht traute, den Wildauer Christstollen anzubieten. Die Dresdner schwören auf ihren eigenen Stollen und dann bleibt es halt auch ein Dresdner Stollen, in Dresden insbesondere. Und daher haben wir eigentlich genau genommen deutschlandweit geliefert, außer in Dresden selber. Die alte Weisheit, dass man für jedes Stück Christstollen einen guten Tag im nächsten Jahr erleben wird, gilt natürlich für jeden Stollen, ganz egal, ob er aus Wildau oder Dresden kommt. Auch wenn die Temperaturen aktuell über der 0-Grad-Grenze liegen, noch haben wir Winter und die eisigen Wintertage in diesem Jahr sind den Hafenarbeitern noch gut in Erinnerung. Schnee, Eis und kalte Temperaturen erschweren die Arbeit im Hafen und stellen hohe Herausforderungen an Mensch und Technik. Damit wir es zu Hause schön warm haben, schieben zum Beispiel die Hafenmitarbeiter in Königs Wusterhausen oft auch Extraschichten. Bei Frost, Eis und Schnee müssen neben dem normalen Tagesablauf viele weitere Aufgaben in Angriff genommen werden. Straßen und Schienen müssen von Schnee geräumt und von Eis befreit werden. Die zugefrorenen Wasserstraßen müssen vom Hafenbecken bis zum Transportziel gebrochen werden. So hat man den Winter doch am liebsten. Draußen ist es kalt und verschneit, aber in den eigenen vier Wänden mollig warm. Einfach die Heizung aufdrehen und einen warmen Tee genießen. Doch für unsere Wärme muss hart geschuftet werden. Und zwar hier, im Hafen in Königs Wusterhausen. Hier kommt Kohle in Zügen an, wird auf Schiffe verladen und zu Heizkraftwerken verschifft. Aber besonders im kalten Winter ist der Kohleumschlag für die Mitarbeiter des Hafens eine ganz besondere Herausforderung. Ja, ein großes Problem stellt der Vorlauf dar, wie der Logistiker sagt. Wir kriegen ja die Kohle aus der Lausitz per Bahn. Und Sie haben es ja aus den Medien auch schon vernommen, die Bahn hat oft Schwierigkeiten im Winter, die Weichen frieren ein. Und da gibt es natürlich Zugverspätungen, sodass wir uns auch darauf einstellen müssen. Das kann also dann durchaus sein, dass wir dann auch mal bis zu 10 Stunden hier arbeiten müssen, damit wir pünktlich unser Ziel erreichen, die Schiffe pünktlich in den Hafen verlassen können. Wenn es die Kohle dann nach Königs Wusterhausen geschafft hat, warten hier weitere 10 Kilometer Gleisnetz, die bezwungen werden müssen, bevor die Kohle auf die Schiffe verladen werden kann. Auch hier darf das Eis die Züge nicht aufhalten. Na, die Gleise sind ein geringeres Problem. Diese gerade dort im Hintergrund hupende Lokomotive ist schwer genug, den Schnee auch beiseite zu schieben. Problematischer sind die Weichen, also die Gleisverbindungen. Die müssen dann mit einem Besen entsprechend gereinigt werden. Und das Schüttgut, die Kohle, die Brandenburger Braunkohle, die hat einen sehr hohen Wassergehalt, und zwar bis zu 50%. Die friert dann nämlich an den Waggons fest und das muss dann auch durchaus mal manuell mit dem Abbruchhammer freigeschlagen werden. Auf 65 Hektar Hafengelände kommen auch einige Kilometer an Straßen zusammen.
Damit hier kein LKW Schwierigkeiten durch Schnee und Glätte bekommt, ist der Winterdienst im Dauereinsatz. Ab 5 Uhr morgens sind die Räumfahrzeuge unterwegs, um für einen reibungslosen LKW-Verkehr im Hafen zu sorgen. Hier ist man für jede Art von Winter gewappnet, denn die Vorbereitungen auf den Wintereinsatz gingen schon im Sommer los. Na, das Streugut lagert ein halbes Jahr, das wird im Sommer eingelagert und dann bleibt das liegen bis im Winter. Aber das wird irgendwann nicht reichen, wenn es ein strenger Winter wird, dann müssen sie eben nochmal was anfahren und dann wird es wieder eingelagert. Damit der Umschlag vom LKW aufs Schiff reibungslos verläuft, besitzt der Hafen eine überdachte LKW-Schüttanlage, welche die Arbeit bei Wind und Wetter möglich macht. Die Anlage ist in ihrer Bauweise in Deutschland einmalig. Knapp 200 LKW werden hier pro Tag abgefertigt. Wir haben vor mittlerweile 8 Jahren diese Anlage errichtet und haben schon nach dem ersten Winter festgestellt, dass das eine besondere Anforderung der witterungsunabhängige Umschlag ist. Deswegen hat die Anlage ein Dach und der LKW kann witterungsunabhängig, egal ob es schneit oder regnet oder sonst was passiert, seine Ware ins Schiff verladen. Den Vögeln ist der ganze Trubel egal. Sie schauen einfach zu, denn hier im Hafen ist immer etwas los. Wenn es die Kohle dann aufs Schiff geschafft hat, muss sie nur noch den Weg über die Dahme bezwingen, wenn da nicht das Eis wäre. In strengen Wintern kann es zu Eisschichten mit einer Dicke von bis zu 30 cm kommen. Damit die Fahrrinne trotzdem frei bleibt, ist ein Eisbrecher unterwegs. Die Mitarbeiter haben gegen Eis und gegen Kälte zu kämpfen. Man sieht sie auch im Hintergrund, das Hafenbecken ist zugefroren. Dagegen hilft nur der Einsatz von einem Eisbrecher, ganz klar, ne? Der Eisbrecher ist im Eigentum vom Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin. Da danken wir auch immer sehr für, dass sie das im Winter so ordnungsgemäß machen. Mit 720 PS schiebt sich die Hohen Saaten über das Eis und lässt diesem keine Chance. Mit einer Länge von gerade mal 30 Metern ist das Schiff wendig genug für das enge Hafenbecken. Hinzu kommt eine hohe Stabilität. Für den Kapitän ist dieses Schiff etwas ganz Besonderes. Es ist noch ein Schiff der alten Bauart, sage ich mal. Und es ist sehr nostalgisch noch, auch von der Ausstattung her. Aber das macht es natürlich auch aus, wiederum zu neuen Schiffen, die halt mit Hightech ausgestattet ist. Das ist halt noch ein Schiff alter Schule. Und die Brechart ist auch interessant, dass sich halt praktisch das Schiff auf das Eis raufdrückt. Und durch das hohe Eigengewicht wird das Eis dann zerborsten. Damit der Umschlag von Rohstoffen und Gütern jederzeit weiterlaufen kann, legen die Mitarbeiter im Hafen Königs Wusterhausen oft eine Sonderschicht am Wochenende ein. Denn nicht nur Kohle, sondern auch weitere Rohstoffe müssen im Winter pünktlich verladen werden. Wenn der Kunde, also Vattenfall, das in Berlin so wünscht, dann arbeiten wir auch Samstag. Das hatten wir also jetzt gerade zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel feiertagsbedingt. Da haben wir also Sonderschichten auf den Samstag eingelegt. Wir werden es auch in 14 Tagen wieder machen, dass wir also Samstag hier mal eine Sonderschicht fahren, damit die Berliner Kraftwerke genug Kohle haben. Doch auch wenn wir hier gerade im Schnee stehen und letzte Nacht noch mal knapp minus 10 Grad hatten, schlagen wir momentan noch extrem viele Güter um, die keine Brennstoffe sind. Wasserbausteine, Dünger, Hüttensand für die C-Max in Rüdersdorf. Wir machen also da eine ganze Menge. Ja, momentan, Stand Anfang Januar, ist es ein sehr milder Winter und hat keine größeren Schwierigkeiten bisher für uns gebracht. Egal wie hart der Winter auch ist, hier im Hafen kommt man mit jeder Witterung zurecht. Trotzdem bleibt die Arbeit bei Schnee und Eis eine besondere Herausforderung für Mensch und Maschine. Daher zählt man hier übrigens bis zur Rente nicht die Jahre, sondern die Winter. Das Geld ist knapp. Viele Menschen müssen genau rechnen, manche sind mittellos. Gut, dass sie in Königs Wusterhausen nicht allein gelassen werden. Im Zentrum der Stadt gibt es die Tee- und Wärmestube, die den Bedürftigen offen steht. Und hier gibt es nicht nur ein warmes Essen, sondern vor allem auch menschliche Wärme. Sie sind auf dem Weg zu einer warmen Mahlzeit. Hier in der Maxim-Gorki-Straße 6 bis 7 herrscht besonders in der Mittagszeit reger Andrang. Die Tee- und Wärmestube in Königs Wusterhausen kümmert sich um diejenigen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind. Ich bin gelernte Tierwirtin, arbeite, habe auch nicht immer volle Brieftasche, mache so nebenbei Zero, Flaschen sammeln,
mache mir jetzt keinen Kopf, ja. Und ich kriege aber mein warmes Mittagessen, komme mit Leuten zusammen, kann Tipps geben, mir wird geholfen. Ist einfach mal schon im Schnelldurchgang fast alles gesagt. Und das muss auch erhalten bleiben hier, das genutzt wird. Also die Tee- und Wärmestube hier in Königs Wusterhausen gibt es seit Dezember 2000 und die ist damals auf Initiative des Landkreises Dahme-Spreewald entstanden, in Kooperation zwischen Diakonie und Caritas und von Anfang an als Konzept des Soziales Zentrum. Das heißt, Diakonie und Caritas sind davon ausgegangen, dass so ein Angebot wie eine Tee- und Wärmestube nur dann tragfähig ist, wenn sie in einem Zentrum verankert ist, in dem es auch weitere Angebote gibt. Deshalb gibt es hier im Sozialen Zentrum auch noch weitere Angebote, den Carisat-Laden, die überregionale Flüchtlingsberatung, die Migrationsfachberatung und im Moment ist auch das Projekt HSI für Erwachsene hier angegliedert und so gibt es immer zusätzliche Angebote, die also in Ergänzung zu dem offenen Tagestreffpunkt Tee und Wärmestube hier im Haus aktiv sind. Besonders das Mittagessen zieht die Menschen hier an und vor allem hier wird auch jeder satt. Heute gibt es wahlweise Kartoffeln mit Quark oder Linseneintopf. Lydia Scheifer, die vor 12 Jahren aus Sibirien hierher kam, hat an diesem Tag gekocht. Für diejenigen, die hierher kommen, bedeutet dies wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag. Alles kochen wir selbst. Kochen wir, was wir da haben. Was Spende, Kartoffeln, Eintopf oder alles, was man da ist. Ich habe mich hier nicht beschwert, dass hier irgendwie kein schlechtes Essen gegeben hat. Ich habe schon öfter hier gegessen. So war es nämlich. Und so werde ich auch weiter hierher gehen. Und es schmeckt. Die Angebote der Tee- und Wärmestube sind für viele ein Fixpunkt in ihrem Leben geworden. Naja, ich bin fast täglich hier, wenn ich auswärtig krank bin, bin ich nicht hier. Und sonst bin ich gut hier und man kriegt auch schön Mittagessen billig und Sachen. Und auch man kann sich unterhalten hier schön, auch Spiele machen. Also es gibt schon von Anfang an immer wieder Besucher, die das sehr nett formulieren und sagen, die Tee- und Wärmestube hier in Königs Wusterhausen ist eine Anlaufstelle, in der es eben nicht nur warmen Tee oder warmes Essen gibt, sondern wo es vor allen Dingen auch menschliche Wärme gibt und dass das also auch für viele ein Grund ist, regelmäßig oder immer wieder zu kommen oder zu kommen in dem Moment, wo sie sich eben einsam fühlen oder auch eine innere Kälte sie ergriffen hat. Also für mich ist es schon mittlerweile wichtig, ist wie für mich wie ein zweites Zuhause, weil die Atmosphäre alleine zu Hause, was will man sonst machen? Gute, nette Leute hier und deswegen passt das alles schon. Es sind Menschen, die hierher kommen, die es sich sonst nicht leisten können, zum Beispiel in ein Restaurant zu gehen oder denen die Mittel für den Lebensmitteleinkauf fehlen. Also die Angebote der Tee- und Wärmestube im Sozialen Zentrum Königs Wusterhausen richten sich an Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen in sozialen Schwierigkeiten, Notlagen, ja, vereinsamte Menschen. Doch nicht nur warme Mahlzeiten werden hier angeboten, das Spektrum der Aufgaben ist viel breiter gefasst. Also die Tee- und Wärmestube ist ein tagesstrukturierendes Angebot. Das heißt also, dass die basalen Versorgungen wie Essen, Trinken, die Möglichkeit Wäsche waschen, zu duschen und so weiter, die sind nur ein Teil. Der andere Teil ist eben auch, dass es Mitarbeitende oder Ehrenamtliche gibt, die da sind für Gespräche zum Ansprechen. Ich bin hier mit einer halben Stelle als Sozialarbeiterin tätig und bin dann für alle Fragen da, die eben über das hinausgehen, was jeder so beantworten kann, einfach mal zuhören und so weiter, sondern die Fachfragen zu beantworten, zu vermitteln an Fachberatungsstellen, auch mal zu helfen, einen Antrag auszufüllen, mal ein Telefonat führen, mal einen Brief schreiben. All die Dinge, die werden dann über meinen Schreibtisch gemacht. Die Menschen, die diese Angebote nutzen, haben so gut wie keine finanziellen Mittel. Deswegen werden hier nur ganz geringe Beträge, die fast einen symbolischen Wert haben, aufgerufen. Ein Grundangebot ist natürlich, dass es immer warmen Tee gibt, der ist kostenfrei. Auch kalte Getränke wie Wasser oder Saft, so der durch Spenden vorhanden ist, kann auch jederzeit gereicht werden.
Wo wir sagen, wo wir einen kleinen Obolus nehmen, ist bei Kaffee, weil wir sagen, das ist ein bisschen ein Luxusgut. Da nehmen wir 30 Cent für von denen, die das Geld haben. Wenn jemand gar nichts hat, dann gibt es da auch immer Möglichkeiten. Und wir sagen, pro Portion Essen nehmen wir auch einen kleinen Obolus von denen, die das zahlen können, 20 Cent. Wir haben zusätzlich eine Kleiderkammer, in der jahreszeitlich entsprechend Kleidung ausgesucht werden kann. Auch da geben die Leute eine kleine Spende, je nachdem, was ihnen möglich ist. Da gibt es verlässliche Mitarbeitende, Ehrenamtliche oder über Arbeitsamtmaßnahmen, die das dann auch wissen, wie viel kann man von wem nehmen. Also da wird niemand übervorteilt, wenn da einer 5 Euro geben will, sagen sie immer, nee, nee. 50 Cent reichen auch aus, also da wird schon genau geguckt. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, dass die Leute hier ihre Wäsche waschen können. Auch da sind wir dankbar, wenn wir eine Spende kriegen für die Waschmaschine. 1 Euro zusätzlich kann der Trockner benutzt werden. Es gibt die Möglichkeit, dass die Menschen hier duschen können. Und freitags haben wir ein besonderes Angebot. Da ist eine Ehrenamtliche hier bei uns, auch schon von Anfang an, die selber schwerbehindert ist. Aber in ihrem bevor sie behindert wurde durch einen Unfall, Friseuse war. Und die bietet hier an, Haare schneiden, Bartpflege und so weiter. Und das alles zum Selbstkostenpreis. Also wenn dann mal jemand die Haare auch gefärbt oder getönt haben möchte, dann bringen die Leute ihr Produkt selber mit. Und die Ehrenamtliche trägt dann eben nur die Farbe auf. Und gerade dieses Angebot ist einfach auch, ja, wie es beim Friseur ist, Klatsch und Tratsch und viele Gespräche und wird einfach unheimlich gerne angenommen von den Menschen, die ansonsten ja einfach ungepflegt und würdelos in dem Bereich wären. Zum gepflegten Erscheinungsbild werden vor allem Anziehsachen benötigt. Deshalb wird hier auch gern in den durch Spenden bereitgestellten Textilien nach dem passenden zur Jahreszeit gesucht. Jeder kann einmal in die Situation kommen, hier Hilfe suchen zu müssen. Sich aber offen einzugestehen, dass man bedürftig ist und hierher zu kommen, kostet viele auch Überwindung. Als ich den allerersten Tag hierher kam, war das sehr schwer für mich, über diese Schwelle da vorne, über diesen Eingang reinzukommen. Aber wenn du denn erstmal drinne bist und du sitzt hier, die nehmen dich alle schön warm auf. Du redest von Jan Zalene und dann helfen sie dir. Derjenige, der in diese Einrichtung kommt, der muss eine Schwelle überschreiten. Und zwar nicht nur unsere sichtbare Türschwelle, die wir draußen haben, die Stufe, sondern die Schwelle zu sagen, ich bin bedürftig, dass ich so eine Einrichtung aufsuche. Und wir können immer nur herzlich dazu einladen und haben die Erfahrung gemacht, am einfachsten ist es, wenn die Menschen einfach zu der Öffnungszeit entweder vorne im Karisat-Laden mit anderen Nutzern ins Gespräch kommen oder hier während der Öffnungszeit auf dem Hof jemanden ansprechen, weil die Raucher sind eigentlich immer draußen, da ist eigentlich immer einer anzutreffen, auch wenn es regnet, weil wir da eine überdachte Möglichkeit für die Raucher haben. Und das hilft häufig, also sozusagen die Menschen, die hier schon aus- und eingehen, dass die ansprechen und die machen am ehesten Mut. Das ist einfach die Erfahrung, dass wir als Mitarbeitende, da sind wir, ja, die Schwelle ist vielleicht auch höher als die derjenigen, die eben selber betroffen sind und als Nutzende hierher kommen. Also einfach kommen, gucken, trifft man jemanden, ansprechen, fragen, was hast du für Erfahrungen? Und dann ist es häufig gar kein Problem mehr, weil dann wird man an die Hand genommen und mit reingenommen und dann... Der Rest ist dann häufig sehr viel leichter, weil es ist wirklich die Schwelle, die zu überwinden ist. Manche Leute trauen sich ja nicht hierher, die wissen das vielleicht nicht, dass es so was gibt. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann spreche ich die Leute an. Ich spreche die Leute an, ich bin eben so ein Typ. Um die Tee- und Wärmestube zu erhalten, sind finanzielle Mittel notwendig. Und vor allem ist man auch auf die Hilfe von Spenden angewiesen. Also finanziert werden wir über sogenannte Zuwendungsgelder. Das sind freiwillige Leistungen des Kreises und der Stadt. Und da bekommen wir die Gelder, die wir brauchen für Mieten, Mietnebenkosten, für Verwaltungsaufwand, wenn wir also Druckerpapier und so weiter. Die Sachen bekommen wir und meine halbe Stelle wird darüber finanziert. Alles Weitere, wie
Waschmittel, wie die ganzen Lebensmittel, die verkocht werden, um die Speisen zu bereiten, wie die Kleiderspenden, Kleidung, die wir ausgeben. Das geht alles über Spenden, da sind wir auf Spenden angewiesen und das kann auch nicht aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Und das ist einfach auch unser Hauptanliegen, dass wir also Kleider spenden, aber wirklich je nach Jahreszeit, weil wir keine Lagermöglichkeiten haben, dass wir sämtliche Formen von haltbaren Lebensmitteln gerne entgegennehmen, jederzeit. Und wir bekommen auch zur Sommerzeit, Erntezeit auch mal frische Lebensmittel, die wir dann verarbeiten. Da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn das eben nicht Sachen sind, die sozusagen schon sehr lange abgelagert sind. Und wir freuen uns natürlich auch über die ein oder andere Geldspende, weil nicht immer das kommt, was wir wirklich brauchen. Wenn dann wirklich der Zucker alle ist, braucht man auch mal einen Euro oder zwei oder drei, um den nachkaufen zu können. Oder wenn die im größeren Maße kommen, Geldspenden oder auch, nehmen wir auch gerne zweckgebunden, dann können wir damit auch mal einen Kinoausflug machen oder können mal nach Berlin zum Museum fahren und ein Museum besuchen und solche Dinge. Das wird auch gerne in Anspruch genommen. Die Tee- und Wärmestube hat feste und zuverlässige Öffnungszeiten, wo jeder kommen und die Hilfe und Angebote wahrnehmen kann. Also wir bieten an, öffnungszeitmäßig montags von 12 bis 14 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Das klingt jetzt alles ein bisschen chaotisch, aber es hat sich über die Jahre so eingebürgert, dass das die Öffnungszeiten sind und die sind auch offen, diese Tage, ganz unabhängig davon, ob das ein Feiertag ist oder nicht. Ja, also wenn Weihnachten auf diese Tage fällt, dann ist da offen. Wenn der 1. Mai auf einen dieser Tage fällt, dann ist da zu diesen Zeiten offen. Zu dem breiten Angebot gehört auch das kleine Geschäft auf der Straßenseite. Karisat, der etwas andere Laden, bietet eine Einkaufsmöglichkeit für diejenigen, deren Einkommen gering ist. Und das ist jetzt der Karisat-Laden, ein weiterer Baustein unseres sozialen Zentrums und zwar ein ganz wichtiger Baustein, weil hier Menschen mit niedrigem Einkommen einkaufen können. Dazu zählen Transferleistungsempfänger, dazu zählen Rentner, Niedriglohnverdiener, Studenten. Und all diese Menschen können in einer Beratungsstelle oder bei uns in der Tee- und Wärmestube eine Einkaufskarte bekommen. Da werden die Einkommensnachweise geprüft und bis zu einer gewissen Grenze können dann die Leute so eine Einkaufskarte bekommen. Da wird auch die Anzahl der Familienmitglieder mit eingetragen und die werden da mitberechnet. Und dann können die Menschen hier in diesem schönen kleinen Laden, wir nennen ihn auch immer gerne liebevoll Tante-Emma-Laden, einkaufen und sich die Waren des täglichen Bedarfs aussuchen. Es ist eigentlich immer ein Grundsortiment vorhanden. Dafür sorgt schon die Konzeption des Ladens, dass also immer die Grundnahrungsmittel da sind. Und das, was über Spenden nicht reinkommt, wird eben also auch zugekauft. Ein Beispiel dafür ist immer der Käse, ne? Den müssen wir meistens zukaufen, damit dann die Menschen hier wirklich sich das aussuchen können. In der Regel sind die Waren ein Drittel billiger als im normalen Laden. Brot gibt es immer, auch ein Stück Kuchen oder andere Lebensmittel sind im reichhaltigen Angebot. Königs Wusterhausen ist sich seiner Verantwortung für die Menschen, die bedürftig sind, bewusst. Deswegen unterstützt man diese Angebote. Aber vielleicht wollen Sie auch helfen. Egal wie, Heike Kötter und die Besucher der Tee- und Wärmestube wären Ihnen sicher dankbar. Ja, liebe Zuschauer, so schnell können 30 Minuten Sendezeit vorübergehen. Mir bleibt nur noch, mich ganz herzlich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen auch im Namen unseres Teams von KWTV ein wunderschönes, besinnliches und friedliches Weihnachtsfest zu wünschen. Aber nicht, dass Sie glauben, das war es schon von uns zur Weihnachtszeit. Weit gefehlt. Auch in diesem Jahr gibt es bei KWTV wieder ein großes Weihnachtsspecial. Und ab dem 31. Dezember das Highlight dieses Jahres, unsere spektakuläre Silvestersendung. Bis dahin wünschen wir Ihnen wundervolle Feiertage. Tschüss und bleiben Sie schön gesund.